ganze Menge mit allen zu besprechen. Als erstes rede ich mit Otto. Und vor allem, es war so dramatisch, dass wir uns da dann hochgehen und da diesen Fight machen und dann, Hector, komm, sag mir, du hast noch Aufträge. Ich brauch da noch was. Aber bevor ich mit Otto spreche, will ich mich vorher aufladen, weil wir wissen nicht, was anschließend passiert. Und dann... Weil so viel Heiltränke habe ich jetzt nicht gebraucht, um gegen Ultima zu kämpfen. Ich persönlich sagen, war ein relativ einfacher Gegner. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Du machst mich noch arm, mein Junge. Fertig? Aha. Jetzt weiß ich, warum sie immer sagt, ich mach sie arm. Was für einen eigenen Artikel bei ihr. Sie macht keinen Gewinn. Und was darf sein? Himmelst du? Ah. Warte so ein bisschen. Haben wir genug davon. Und hier ist auch nicht gerade so viel. Team Verteidigung ist da 11, 18 Verteidigung. Wir waren natürlich über 300. So viel macht das jetzt auch nicht. Die Himmelstuch könnte man da nochmal verbessern. Hätten wir sogar alles. Sonnenarmreif auch nochmal. Ja, gut. Wären wir definitiv schon gut dran. So, nicht schlecht, jetzt wenn muss ich das so sagen darf. Das machen. Das machen. Kannst mir später danken. So, dann gehen wir einmal wieder zurück. Ah, siehst du, das Ding ist dann gerade nur noch ein kleines bisschen besser. Aber ich will es ja eh fürs Schwert aufheben. Also von daher. So. Sonnenarmreif. Und verstärken. Das muss erstmal reichen. Das ist doch dann ein bisschen besser. Bis wir dann die Klinge haben. So. Da sehen wir noch nicht, was der Arrettestein schon wieder will. Keine Ahnung. Eine neue Klinge haben wir eh nicht. So, und okay, Brief gibt's nicht. Wir sind aufgepackt. Von daher. Sprechen wir jetzt ein bisschen mit Otto. Vielleicht kriegen wir ja dann neue Aufträge bei Nektar. Ich sehe, lebst du noch? Dieses unheimliche Ding am Himmel geht auf dein Konto, vermute ich. Was hast du angestellt? Ist eine lange Geschichte, die ich gern nur einmal erzählen würde. Ist gut. Ich rufe alle zusammen. Das sind dann wohl alle. Wie ihr euch denken könnt, hat Ultima diesen Kristall am östlichen Horizont darauf beschworen. Er nennt ihn Ursprung. Welche Bedeutung dieser Name trägt, ist noch unklar. Es macht keinen Unterschied, wie er heißt. Er hat die Chasia den Untergang gebracht. Nun ist meine Heimat endgültig Geschichte. Die Türme des Kristalldominiums wurden bereits in den ältesten Überlieferungen erwähnt. Doch meines Wissens gab es bisher keinerlei Hinweise auf ihre wahre Beschaffenheit, dass es die Hörner eines schlafenden Dämons sein sollten. Nein. Wenigstens kam ihr Ende schnell.
Andernorts kämpft das dalmekische Heer verzweifelt gegen das Chaos an, das Randela verschluckt. Kanva steht in Flammen und Sanbrek. Unsere Verbündeten warten auf Antworten. Ich habe die Fluchbrecher geschickt, damit sie ihnen Schutz geben, aber der bedeutet im Moment einen feuchten Schiss. Wie sollen sie denn aufhalten, was der Himmel losgebrochen hat? In ganz Valestea geht es den Menschen von Tag zu Tag immer schlechter. Ist es möglich, dass dieser Mutterkristall wie die anderen ist? Dass er den Boden auch Äther entzieht? Es sah zumindest danach aus, Instanher. Das würde erklären, warum sich die Fäule auf einmal so viel schneller ausbreitet als zuvor, oder nicht? Der Äther steigt langsam an die Oberfläche und sammelt sich, bricht aus und verwandelt alle, die ihm nicht standhalten können. Die Arke oben, Ätherfluten von unten und in der Mitte hilflos ausgeliefert, die letzten Überlebenden. Du hast recht. Als wir in Stonehöhe waren, sagte Ultima, dass seine wahren Kräfte in diesem Kristall erwachen würden. Eins ist klar. Er darf nicht noch stärker werden. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ins Innere des Kristalls. Und wie sollen wir das anstellen? Das Ding schwebt am Himmel. Und nicht mal die Enterprise kann einfach so abheben. So kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns alle etwas Ruhe gönnen und nachdenken. Wir finden schon noch eine Lösung. Keine Sorge. Habe ich recht, Clive? Ja. Hast du. Also verzieht euch. Wird's bald. Das gilt auch für dich, Clive. Hier zu grübeln bringt dich nicht weiter. Glaub mir. Geh frische Luft schnappen. Ja, danke. Ich rede mal mit Joshua. Ach, Jung. Geh doch erstmal zu deiner Will. Wollen 5 Minuten. Nektar leuchtet nicht auf. Okay. Grüße dich, Brudi. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ultima mag uns erschaffen haben. Aber wir können selbst entscheiden, wer wir wirklich sind. Er will, dass wir für unser Leben kämpfen. Warum nicht? Tun wir ja schon die ganze Zeit. Genau wie Ultima selbst, wie es den Anschein erweckt. Seine neue Welt ist nichts als ein Versuch zu überleben. Also muss nun entschieden werden, wer von uns sich erhalten kann. Sollte Ultima siegen, erwartet uns alle der sichere Tod. So viel steht wohl fest. Doch was erwartet uns, wenn er unterliegt? Ein welker, gottloser Ort, an dem sich unsere Unabhängigkeit eher als Fessel erweisen wird? Nun, das mag sein. Aber Fesseln lassen sich sprengen. Solange man den Willen dazu besitzt. Es wird nicht leicht. Es wird Generationen dauern. Jahrhunderte des Leids. Und auch nur, wenn wir alle dazu beitragen. Aber wir werden es schaffen. Und dann wird
die Menschheit frei leben. Das ist die Welt, die uns erwartet. In der Tat. Und unser Traum wird Wirklichkeit. Aber erst müssen wir zum Kristall. Welch ein Glück, dass ich Flügel habe. Du kannst kaum stehen und willst fliegen? Und wer weiß, welche Schrecken da oben lauern. Das schaffst du doch nicht. Ich muss es schaffen. Ich bin der Phönix. Und ich erfülle meine Pflicht. Das ist unser Kampf. Das weißt du. Schon gut. Verstehe ich. Aber du musst auf mich hören, ja? Ich bin schließlich dein Schild. Das bist du. Und was ist mit meinen Flügeln? Vergesst nicht, ihr wollt einem Gott entgegentreten. Ihr dürft nicht bereits der Müdigkeit erliegen, bevor der Kampf beginnt. Ifrit. Euer Bruder merkte an, dass einige Domini trotz des Verlusts ihrer Kräfte weiterhin zu erwachen vermochten. Ist das wahr? Ist es. Aber sie konnten ihre Esper nicht länger kontrollieren. Dann wird mein Wille stärker sein müssen. Damit ihr beide eure Kräfte vor dem Kampf schonen könnt. Das müsst ihr nicht tun. Ihr könntet sonst am Ende alles verlieren, was ihr noch habt. Was habe ich noch? Außer Reue. Mein Leben endete im Dominium. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Außerdem habe ich eine offene Rechnung mit Ultima. Und er wird sie begleichen müssen. Wir danken euch, Dion. Sprechen wir von Dank, wenn es vorbei ist. Er weiß genau, dass er nicht zurückkehren wird. Doch sein Entschluss steht fest. Noch ist nichts besiegelt. Vergiss das nicht. Ich muss zu Jill. Der Abschied wird nicht leicht. Wird doch noch gepimpert? Nektar? Immer noch nichts. Dann drücke ich mal Dion, aber enorm die Daumen, dass das auch klappen wird. Die anderen beiden Esper sind ja ziemlich außer Rand und Band gewesen. Okay. Ja, lass mal pfeifen, Digga. So, Liebesbriefe. Ein neues Leben. Ach, von Kev, ein neues Leben. Es hat zwar eine Weile gedauert und wir sind auch dem einen oder anderen Ork begegnet, aber ich habe Edda ohne größere Probleme zur Schattenküste gebracht. Womit uns mit der Enterprise aufgelesen hat. Auf der Rückreise ist die Arme dann zum Glück ein bisschen aufgetaut und hat uns von sich und ihrem Leben erzählt und auch von der Zukunft, die sie sich für ihr Kind wünscht. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass ihr Wunsch auch wahr wird. Ich kann mir eher gut vorstellen, dass die beiden zusammenkommen. Yeah. Ein Wunsch an die Sterne? Den habe ich tatsächlich. Es ist soweit, Jill. Du weißt, was ich tun muss. Und auch warum. Es gibt kein Zurück mehr. Hier hat unsere Reise uns hingeführt. Hier wird sie enden. Wie auch immer.
Ich würde ja für dich zu Metia beten. Aber du schaffst das, oder, Clive? So wie immer. Und dann sehen wir beide wieder zum Mond. Ich werde warten. Zeit zum Aufbruch. Ich also hoffe, mal ganz ehrlich, Clive, du bist so enttäuscht. Nicht mal so wenigstens in die Arme genommen oder so, sondern einfach nur so. Go, Babe. Muss los. Hab Gründe. Ciao. Eine schlechte Stimmung. Ja, definitiv. Ach, was will ein Schabracke von mir. Falls es dir nicht aufgefallen ist, dein armer Hund ist in letzter Zeit ständig auf dem Hinterdeck und jault wie Geff, wenn er es mit dem Bier übertrieben hat. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es nichts mit seinem Antilopenknochen zu tun hat. Mama. Was hast du dieses Mal, Torgal? Ich muss mich um meinen guten Wolf kümmern. Auf der Suche nach einem Buch. Ach du Schande. Ich möchte dich zwar nur ungern noch mehr belassen, gut, dann lass es. Aber ich muss dich trotzdem in einer persönlichen Angelegenheit um einen Gefallen bitten. Eventuell können sich die Sache auch für dich als nützlich erweisen. Aha. Es gibt diverse alte Schriften, die als derart gefährlich für die heutige gesellschaftliche Ordnung angesehen werden, dass selbst ihr bloßer Besitz als Verbrechen gilt. Jedoch hat meine zufällige Lektüre einer solchen Schrift, namentlich Aus der Ferne, das wissenschaftliche Interesse, das bis zum heutigen Tag in mir brennt, überhaupt erst entfacht. Bitte hilf mir, ein Exemplar dieses Buchs ausfindig zu machen. Falls du einen zusätzlichen Anreiz benötigst, so bin ich gern bereit, dich für geleistete Dienste zu entlohnen. Okay. Hier geht es wohl nicht um irgendeinen Abenteuerroman. Das ist bestimmt in Wirklichkeit das Kamasutra. Gucken. Oh, Neck, da leuchtet immer noch nicht auf. Das passt mir nicht. Hier hinter der. Oh, Alter, das sind ja mal viele Nebenmissionen. Erika. Okay. Gucken wir uns mal alle zusammen. Dann haben wir es hinter uns. Byron. Clive, mein Junge. Rutherford hat mich über deine Mithilfe informiert. Ich wollte dich da nicht hineinziehen, aber so sind die Zeiten eben, was? Ihr hättet dasselbe für mich getan. So bescheiden wie du bist, wärst du ein mieser Adliger. Aber sage mir, steht es wirklich so schlimm um die Welt, wie Rutherford sagt? Was ich gesehen habe, ist besorgniserregend. So etwas habe ich schon befürchtet. Obwohl ich die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, dass die Großen und Mächtigen die Dinge etwas besser im Griff hätten. Leider scheint es jetzt einen Mangel an solider Führung zu geben. Und ohne wird das Volk vom Weg abkommen. Wir müssen schnell handeln. Hast du einen Plan? Gewiss, die Herausforderungen werden zahlreich sein. Doch meiner Einschätzung nach gibt es zwei Schlüsselbereiche, die absoluten Vorrang haben. Die Armeen der Reiche und die Anführer. Wie du selbst gesehen hast, ist jeder Mensch da draußen auf sich allein gestellt. Einige Städte haben sich zusammengeschlossen, um den Anschein von Ordnung weiter aufrechtzuerhalten. Ja, aber solche Fälle sind leider doch eher die Ausnahme. Und doch ist Einheit das einzige Mittel gegen das Chaos in dieser Welt. Eine Einheit, die sogar die von unseren Vorfahren gezogenen Grenzen überwindet. Das heißt, wenn Sturm nicht zusammenhält, wird es zerfallen. Aber wie würde man das überhaupt in Angriff nehmen? Durch die Armeen, mein Junge. Wie ich schon sagte, wir beginnen in den Reihen derer, die geschworen haben, die Ordnung zu wahren.
Leider könnte ich nicht einmal ein paar Infanteristen dazu bewegen, gemeinsam eine Latrine zu graben. Aber ich kenne jemanden, der schon bei manchen Befehlshabern ein geneigtes Ohr gefunden hat. Feldmarschall Eugen Havel. Ist er nicht im Ruhestand? Das war er, bis die akasischen Randela überrannten und dem Heer dort den Garaus machten. Es gibt buchstäblich keinen Mann, der fähiger ist. Nicht mehr. Und wie der Zufall es will, habe ich bereits alles mit ihm besprochen. Natürlich hast du das. Und er ist bereit zu helfen. Unter einer Bedingung. Er will zuerst persönlich mit dir sprechen. Havel war immer ein Mann mit frustrierend starren Prinzipien. Und er hat gewisse Skrupel bei der Zusammenarbeit mit, nun, einem Geächteten. Ich habe deine vielen Tugenden natürlich angepriesen, aber der alte Bock bestand darauf, dich selbst unter die Lupe nehmen zu dürfen. Das macht dir nichts aus, oder? Deswegen musstest du jetzt gerade ein Referat vortragen? Natürlich nicht. Solange Chaos herrscht, werden wir die Welt nicht verbessern. Ich werde ihn treffen. Wenn der Feldmarschall mich begutachten möchte, soll er das tun. So ist es richtig. Ich werde sofort aufbrechen. Schickst du einen Stolas? Natürlich. Rutherford ist bereits in Randela. Ich werde ihn bitten, Havel Bescheid zu geben. Wunderbar. Danke, Onkel. Nein, ich danke dir, Clive.